Nonstop ist, muss ich sagen, eine relativ interessante Action-Thriller-Erfahrung. Einerseits zeigen die Autoren wahnsinnig viel Kompetenz im Sinne von Dramaturgie, im Sinne von, wie baue ich eine Story und Charaktere auf und vor allem, wie schaffe ich es, dass das Teil mehr oder weniger von der ersten bis zur letzten Minute bombenspannend, bruhaha, ist. Und wie schaffe ich es, den Zuschauer eigentlich schon relativ bekannte und vorhersehbare Twists zu servieren, ohne dass ihn das aber wirklich stört. Was die Spannungslage betrifft, ist Nonstop meiner Meinung nach einer der coolsten Thriller, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Liam Neeson ist cool und Nonstop ist definitiv um Welten besser als Taken 2. Allerdings ist es dann wiederum so, dass viele, man könnte fast sagen, alle der technischen Aspekte in dem Film meiner Meinung nach gar nicht hinhauen und hinhauen können. Der ganze Plot des Films basiert darauf, dass Liam Neeson über SMS von quasi einem Erpresser bedroht wird in dem Flugzeug, wobei man in einem Flugzeug keine SMS schicken kann. Wie dann letztendlich das Flugzeug zur Landung kommt, blablabla, das sind alles Sachen, die meiner Meinung nach nicht hinhauen können, wo man sich dann natürlich beim Anschauen des Films immer wieder recht ärgern kann, weil das sind Ideen, die normalerweise höchstens in B-Movies verwendet werden und nicht in Kinofilmen. Trotzdem muss ich sagen, gerade bei einigen dieser Einfällen bekommt eben Nonstop so ein kleines bisschen Big-Budget-B-Movie-Flair, was für mich ein bisschen wieder darüber hinweggetäuscht hat, dass der Film mit seinem ganzen Plot gar nicht existieren dürfte. Egal, Fans von Liam Neeson, Fans von spannenden Action-Thrillern sollten sich Nonstop auf keinen Fall entgehen lassen, weil selbst für mich als E-Tüpfelchenreiter, den viele Sachen in dem Film wirklich gestört hat, war es letztendlich die Spannung, waren es letztendlich die coolen Schauspieler, die dafür gesorgt haben, dass Nonstop auf jeden Fall Nonstop im Player durchgelaufen ist und nicht zwischendurch eine Notlandung Mistkübel gemacht hat.